Kommst du noch ein Video von Formel 1 2018? Ah, Scheiße. Oder noch. Was will ich nehmen? Mit Mittel. Dann machen wir es aus. Natürlich ist er draußen. Ah, so. Willkommen zurück auf dem Autódromo Hermanos Rodríguez, wo in wenigen Minuten das Qualifying beginnt. Eine Strecke wie diese verspeist Hinterreifen quasi zum Frühstück. Jedenfalls sagen das die meisten Fahrer, die sich damit ja auskennen. Hier zählen sowohl die Eigenschaften des Fahrzeugs als auch der Fahrstil. Es gibt eine Reihe von langsamen Kurvenausfahrten, bei denen die Hinterreifen jede Menge Energie übertragen. Die Fahrer müssen geschickt mit dem Gas spielen, damit die Reifen nicht zu sehr durchdrehen. Sonst besteht Rutsch- und Überhitzungsgefahr und die Reifen können stark verschleißen. Thank you.
hier noch drin. Ausgezeichnete Runde, wir sind sehr zufrieden. Puh, war aber ganz nass. Heute geht es los mit einem gepflegten Meisterschaftsdoppel. Jede Runde besteht aus einem TV-Rennen und einem Sprintrennen mit umgekehrter Startaufstellung. Konstanz und Überholmanöver sind für eine gute Platzierung essentiell. Wir sind heute in Mexiko und befinden uns weit über dem Meeresspiegel. Und wie in jedem Jahr ist Kühlung das Zauberwort für die Mechaniker und die Ingenieure. 4,18 Kilometer ist eine Runde lang, 17 Kurven und Spitzengeschwindigkeiten von über 354 km/h. Die besten Überholmanöver vor den Kurven 1 und 4 sind garantiert. Dann wird das heute ein hartes Rennen für unsere Fahrer, Stefan. Worauf wirst du achten, wenn sich die Fahrer der ersten Kurve nehmen? Hoffen wir mal, dass sich jeder benehmen wird, wie einen unfallfreien Start erleben. Die ersten paar Sekunden werden sehr interessant sein. Die saubere Seite des Grids wird besser zum Fahren sein, also sollte man dort auf Autos achten, die sich ihren Weg bahnen. Wir sind so gut wie bereit und so sieht die Startaufstellung für das heutige Rennen aus. Sebastian Vettel hat eine leere Strecke vor sich. Er startet von der Pole. Und daneben steht Lewis Hamilton. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Raikkonen, Bottas, Daniel Ricciardo und Verstappen. Perez, Hülkenberg, Grosjean und Kevin Magnussen. Sainz Jr., Alonso, Esteban Ocon und Leclerc. Gasly, Van Dorn, Brandon Hartley und Marcus Ericsson. Stroll und Sergei Sirotkin am Ende der Startaufstellung. Und jetzt wird es Zeit, zur Strecke zu schauen. Wir müssen auf der Strecke bis Kurve 1 voll konzentriert sein. Wir sind jetzt im Vorteil und das soll so bleiben. Verteidige innen. Dann können wir Kurve 1 in Führung verlassen. Der Start war okay. Jetzt musst du wachsam sein und Bedrohungen in deiner Nähe ausmachen.
Gut gemacht. Super überholt. Die Batterie ist gut geladen. Erhöhen wir den EAS-Einsatz. Nein, nein. Reduction System oder DRS öffnet eine Klappe am Heckflügel, um den Luftwiderstand zu verringern und die Geschwindigkeit auf Geraden zu verbessern. Fahrer können dieses System in bestimmten DRS-Zonen einsetzen, solange die Strecke trocken ist. Im Training und Qualifying gibt es keine zusätzlichen Einschränkungen für das DRS. Im Rennen darf das System allerdings nur eingesetzt werden, wenn der Fahrer eine Sekunde oder weniger hinter einem anderen ist. Beachte den Balken am unteren Teil deiner Multifunktionsanzeige, wenn du dich einer DRS-Zone näherst, um deinen Abstand zum Aktivierungsbereich zu sehen, und aktiviere es, indem du auf den DRS-Knopf drückst, sobald die Anzeige erscheint. Gut gemacht, du bist die bislang schnellste Runde des Rennens gefahren. Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 8,7 Sekunden. Wir nähern uns dem Boxenstoppfenster. Wir ziehen dir die Ultraweichen drauf.
Ja. Zeit, etwas Ladung zu verbrauchen. Erhöhe den ERS-Einsatz. Wann muss ich rein? Wir werden den Winkel der Frontflügelflaps auf minus 1 einstellen. Einstellen der Flaps auf minus 1 beim nächsten Boxenstopp. Der Abstand zum Hintermann beträgt 17,5 Sekunden. Wann muss ich rein? Ein Wort zu den Reifen. Sie sind noch in Ordnung, nutzen sich aber allmählich ab. Wenn du es noch nicht bemerkt hast, wirst du es demnächst merken. Sei vorsichtig. Strategie. Hamilton hinter dir. Okay, die Lücke zu deinem Hintermann beträgt 17,2 Sekunden. Sie fahren mit alten, hyperweichen Reifen. Ihre Reifen sind 5 Runden alt. Wir vermuten, dass sie noch einen Stopp haben. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 28,2. Ein paar Informationen zu Ray können. Er wird langsamer. Anscheinend hat er ein Problem mit seinem Auto. Nur als Hinweis, wir rechnen damit, dass der Grip deiner Reifen jetzt allmählich merklich nachlässt. Dieser Satz sollte aber noch eine Weile durchhalten. Ich sag ja. Sei vorsichtig, wir rechnen damit, dass dein Grip bald nachlassen wird. Los, los, los! Ja, die 5 Sekunden bekomme ich. Das kann ich doch irgendwo hin. Gib jetzt Gas, die Reifen sollten schließlich ein bisschen warm werden. Fahr doch, Mann.
Ui! Segel! Ja, er boxt mich und ich krieg. Wie immer halt. Erhöhen wir den ERS-Einsatz und verbrennen ein bisschen Energie. Kimi fährt jetzt an die Box. Kimi an der Box. Unser Abstand zum Hintermann beträgt 8,9 Sekunden. Vielleicht doch nicht rum. Ja, verzupft dich. Du schnippst immer in der Box, oder? Du bist die bisher schnellste Runde des Rennens gefahren. Bleib dran! Okay, das Safety Car ist draußen. Das Safety Car ist draußen. Wir müssen uns bei verringertem Tempo einreihen. Behalte das Delta genau im Auge und halte es unbedingt positiv. Was ist das Delta Limit? Wo denn? Ich darf doch nicht in der Safety Car fast überholen.
Danke, das sehe ich wieder. Warum hat der nicht überholt hier? Sondern während der Geldphase hier. Das war so scheiße, ja hier. Schließen wir ein wenig zum Feld auf. Wir fallen zu weit zurück. Denk daran, dass wir nicht weiter als 10 Wagenlängen vom nächsten Auto entfernt sein dürfen. Okay, erhöhe das Tempo leicht. Wir müssen uns dem Auto vor uns auf bis zu 10 Wagenlängen nähern. Safety Car kommt in dieser Runde rein. Safety Car kommt in dieser Runde rein. Halte die Reifen auf Temperatur und denk daran, dass bis zur ersten Safety Car Linie Überholverbot herrscht. Bleib bis zu den grünen Flaggen an deiner Position. Ich dachte, diese Gelb muss ich Piano machen, sind überholt nicht hin mitnehmen. Energie ist zum Ausgeben da. Erhöhe den ERS-Einsatz. Vorschalten. Reifen. Wir haben Reifen.
Wir sind zufrieden mit dem aktuellen Zustand deiner Reifen. Du solltest noch eine Weile fahren können, bevor du dir Gedanken machen musst. Fünf Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Das DRS wurde aktiviert. DRS ist jetzt aktiviert. Deine Reifen sehen noch nicht sehr abgenutzt aus und sollten noch eine ganze Weile durchhalten. Achte darauf, dass du weiterhin gut mit ihnen umgehst. Die Batterie ist gut geladen. Erhöhen wir den EAS-Einsatz. Wir haben noch Benzin für etwa 4 Runden. Oh, jo. Wo ist ich denn dazu? Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Ja, ich habe mich schon davor gesagt. Ja, komm ich halt. Das ist eine Runde da. Ich wollte gucken.
Yes, man. Absolute Spitzenklasse. Das ist ein fantastisches Ergebnis. Super gemacht. Und wieder ein ausgezeichneter Sieg von Ferrari. Also Stefan, wie hat er das denn angestellt, sich heute so vom Feld zu lösen? Tja, er hat die Safety-Car-Phase perfekt ausgenutzt. Es gibt so viele Dinge, an die man denken muss, wenn das Rennen zurückgesetzt wird. Fährt man an die Box und holt sich neue Reifen? Hat man hinter sich Platz? Wie viel Treibstoff kann man sparen? Wenn man auf diese Fragen die richtige Antwort findet, hat man eine gute Chance. Und genau das ist heute passiert. Und nach dem Ende dieses Grand Prix ist es an der Zeit, sich zu entspannen und zu feiern. Hier kommen Sie nun, Ihre Top 3 des heutigen Tages. Vollgas bis ins Ziel, das ist das Motto des heutigen Sprintrennens. Geringe Rundezahl und keine Chance, durch Strategie nach vorne zu kommen. Am Ende zählt also nur die Geschwindigkeit. Hier in Mexiko können sich die Fahrer auf Runden von 4,18 Kilometer Länge freuen. Spitzengeschwindigkeiten erreichen sagenhafte 354 km/h und auch die Durchschnittsgeschwindigkeit kann sich sehen lassen, 195 Stundenkilometer. 17 Kurven, 10 nach rechts und 7 nach links. Und die besten Plätze sind natürlich im Stadion. Das Stadion, in dem normalerweise Baseball gespielt wird, im letzten Abschnitt der Strecke. Während die Fahrer unten in der Startaufstellung noch die letzten Einstellungen vornehmen, schließt sich mir ein Mann namens Stefan Römer hier bei mir in der Kugelbox an. Und der weiß alles über den Druck vor dem Rennen. Stefan, schön, dass du bei uns bist. Sag uns doch bitte gleich mal, was den Fahrern jetzt gerade in diesem Moment durch den Kopf geht. Ich denke mal, sie werden langsam das Adrenalin spüren, wenn sie an den Weg zur ersten Kurve denken. Fast so. So konzentrieren sich alle auf den Moment und ihre Umgebung, ja, da während sie das Grand Prix zusteuern. Akzeptable Strecke bis zur ersten Kurve. Vorsicht mit den Autos, die vor dir bremsen. Wir können von den Problemen anderer profitieren, aber sollten nicht selbst welche schaffen. Okay, dann war es erstmal hier mit dem Video.